Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Super Saiyan Blue Son Goku. Was wäre, wenn Krillin nie gestorben wäre? Leute, es gab ja schon mal so eine Theorie. Was wäre, wenn Son Goku nie gestorben wäre? Das ist die Ausgabe nur dieses Mal mit Krillin. Heute wird Krillin unsterblich und zum Cheater. Daher seht diese Theorie wieder als eine Art Scherztheorie an. Der erste Tod von Krillin war gegen das Instrument Tambo. Einer von Millionen oder was auch immer Kindern von Oberteufel Piccolo. Krillin schaute Tambourin an und dieser Blick reichte aus, um ihn zu besiegen und unzensiert zu töten. Nicht Son Goku, sondern Krillin hatte Oberteufel Piccolo besiegt. Endlich, nach Jahren ist die Wahrheit raus. Er hatte auch das Ei rausgespuckt, doch wie aus Zauberhand war es auf einmal in Krillins Hand und Oberteufel Piccolo dachte nur, fuck, alles vorbei. Und Krillin dachte, haben wir auch Rührei zum Abendessen? Doch das Ei schlüpfte und das Essen war dahin. Krillin ließ den Mini-Piccolo ziehen, weil er wie ein Kind aussah. Er dachte sich einfach, ich mache ihn später fertig, was er im großen Turnier auch gemacht hat. 5 Jahre später, Raditz. Krillin zog ihn an den Haaren und Raditz gab den Kampf auf. Doch er starb, weil das Haareziehen zu viele Kopfschmerzen bereitet hatte. Ruhe in Frieden, Langhaar. Nappa und Vegeta waren die nächsten Gegner. Krillin kämpfte alleine gegen Nappa. Das war ein Kampf der Superglatzen. Nur die glatteste Glatze konnte hier siegen. Krillins Glatze strahlte so hell wie noch nie, heller als die Sonne und Nappa verbrannte. Nun richtete Krillin seine Glatze auch auf Vegeta und er verpuffte auch. Doch sie mussten leider nach Namek, weil Yamcha gegen einen Pflanzenmann gestorben ist. Und sie wollten nicht das Jahr warten, bis die Erd-Dwangballs wieder benutzbar sind. Bei der Reise nach Namek entwickelte Krillin viele Super, Ultra, Mega, Hyper, Giga und viele mehr Glatzentechniken. Keiner kam gegen diese Glatzentechniken an. Kein pinker Kaugummi oder grüner was auch immer Zabon. Die Ginyu Force war auch absolut machtlos gegen diese allmächtige, von Gottes erschaffene, also meine Wenigkeit, Glatze. Der letzte Gegner war Freezer. Krillin sagte zu ihm, dieses Mal wirst du mich nicht töten, so wie in einem anderen Universum. Freezer dachte sich nur, was labert der denn da? Krillin sammelte seine Energie in seiner Glatze und feuerte einen Solarstrahl ab. Kurz bevor dies Freezer getroffen und vernichtet hatte, sprach er noch seine letzten Worte aus. Und diese waren, du Dieb, den Namen hast du von Pokémon geklaut. Krillin sagte, nachdem er Freezer vernichtet hatte, falsch, den Namen haben sie von mir. So Leute, ich hoffe, ihr hattet wieder was zum Lachen. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!